Ja, die Leidtragenden sind auch die Gastronomiebetreiber. Was sagen Sie dazu oder was sagt die FPÖ dazu? Naja, wir sind heute hier im 21. Bezirk zu einem traurigen Anlass. Vier Wirte sind hier, die sagen, sie wissen nicht mehr, wie sie ihre Lokale auch in Zukunft offen halten sollen. Wir erinnern uns, die Bundesregierung, der Finanzminister Blümel haben versprochen, den Gastronomen, aber allgemein auch den Unternehmen in Wien und Österreich, dass man schnell helfen würde und dass man genügend helfen würde. Jetzt, einige Monate später, hören wir, es sind viele Hilfen noch gar nicht angekommen. Es wurden Kredite nicht gegeben, die versprochen wurden. Es wurden Zahlungen von der Sozialversicherung und von Krediten maximal gestundet. Das heißt, da kommen noch große Hürden auf die Unternehmer zu. Hier wurde seitens Blümel, seitens der Bundesregierung, aber auch seitens der Wiener Landesregierung, die sich ja auch nicht positiv beigetragen hat, große Fehler gemacht, hier wurden die Unternehmen im Stich gelassen und so sind wir zu dem Punkt gekommen, dass jetzt viele Angestellte, viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von Arbeitslosigkeit bedroht sind und hier fordern wir Freiheitlichen, dass das, was versprochen wurde, nämlich echte Hilfe und genügende Hilfe, endlich umgesetzt wird und auch endlich bei den Unternehmern und dann in der Folge natürlich bei den Angestellten ankommt. In Salzburg, Tirol und Vorarlberg gibt es schon bis 22 Uhr und dann ist Schluss. Also der Bundeskanzler will ja das auch in Wien. Was halten Sie davon? Das ist der nächste Anschlag der Bundesregierung auf die Gastronomie. Also wir wissen, der Winter steht bevor, gerade im Westen Österreichs, in den westlichen Bundesländern. Skitourismus wäre essentiell, damit dort die Wirtschaft, die Hotellerie, aber auch die Gastronomie am Leben bleibt. In Wien haben wir noch Sperrstunde 1 Uhr. Ich sage ganz klar noch, weil nach der Wien-Wahl, nach dem 11. Oktober, wird auch die Wiener Landesregierung, wird auch die SPÖ umfallen und die Sperrstunde vorziehen. Das pfeifen jetzt im Rathaus schon die Spatzen von den Dächern. Und ich glaube, dass es deswegen ganz besonders wichtig ist, am 11. Oktober ein starkes Zeichen für die FPÖ zu setzen, damit wir diese vorgezogene Sperrstunde verhindern können, damit die Gastronomie am Leben bleibt, damit die Hotellerie am Leben bleibt und damit die Wirtschaft in Wien auch wieder entfesselt werden kann und nicht weitere Schikanen mitgegeben werden. Gibt es irgendeine Lösung oder was man anders machen könnte? Ja, wir müssten weg von der Panikmache. Wir erleben eine Bundesregierung, aber auch eine Landesregierung, die Panik macht, die Wien absichtlich auf Orange auf der Corona-Ampel geschalten hat, obwohl das nicht notwendig gewesen wäre. Und weil der Herr Bürgermeister und sein Gesundheitsstadtrat den Wunsch an die Bundesregierung geäußert haben, dem dann auch Folge getragen wurde, Wien auf der Corona-Ampel auf Orange zu schalten, haben andere Länder wie die Niederlande, Deutschland, Teile Italiens, uns in Wien auf Rot geschalten. Das heißt, wir werden keine Touristen mehr bekommen. Es wird die Gastronomie, die Hotellerie noch mehr unter Druck bekommen. Und hier müsste man Wien so verkaufen, wie es eigentlich ist, nämlich eine ungefährliche Stadt im Moment. Wir haben eine extrem niedrige Zahl an tatsächlich Erkrankten. Ja, es gibt mehr Infizierte, hat aber damit zu tun, dass mehr getestet wurde. Die Menschen, die infiziert sind, aber nicht erkrankt, sind auch keine Überträger in 99,9% der Fälle. Das heißt, hier muss man aufhören, seitens der Bundes- und seitens der Stadtregierung Panik zu verbreiten, den Menschen Angst zu machen, uns im Ausland schlecht darzustellen und Wien so verkaufen, wie es ist, nämlich eine gute Stadt mit einem guten Gesundheitssystem trotz rot-grüner Stadtregierung. Und hier muss man aufhören, Panik zu verbreiten.